Paare, die sich Kinder wünschen, können es meistens kaum erwarten, bis der so sehr herbeigesehnte Nachwuchs endlich da ist. Die meisten jungen Paare, die bereits länger versuchen, ein gemeinsames Kind zu kriegen, sind so sehr auf die Geburt fixiert, dass sie die Welt um sich herum komplett vergessen. So war es auch bei der 21-jährigen Irina aus Moskau und ihrem Mann. Die beiden hatten jung geheiratet und wünschten sich direkt auch eine eigene kleine Familie. Irina wollte unbedingt Mutter werden und auch ihr Mann war von dieser Idee begeistert. Doch alles sollte ganz anders kommen. Nachdem Irina und ihr Mann frisch verheiratet waren, wollten sie direkt ihre eigene Wohnung einrichten, um direkt danach alles daran zu setzen, ihre eigene Familie zu gründen. Irina wollte unbedingt Mutter werden und zwar so schnell wie möglich. Das Leben meinte es anfangs gut mit den beiden. Sie waren schnell fertig mit der Einrichtung ihrer Wohnung und konnten auch schon bald einziehen. Irina wurde schnell nach dem Einzug schwanger. Sie freute sich sehr auf das Baby und auch ihr Mann war voller Vorfreude. Irina kam aus einer weniger schönen Familie. Ihre Eltern stritten sehr oft. Irinas Vater war sehr gewalttätig und schnell trennte sich ihre Mutter von ihm. Damals war Irina gerade mal 6 Jahre alt. Auch aus diesem Grund wünschte sich die junge Frau, schon ihr Leben lang eigene Kinder zu haben. Dieser Traum sollte auch bald in Erfüllung gehen. Doch was dann passieren würde, konnte sich Irina nie im Leben denken. Noch während der Schwangerschaft wurde Irina und ihrem Mann gesagt, dass ihr Baby nicht voll und ganz gesund geboren wird. Für das junge Paar brach eine Welt zusammen. Doch für die werdende Mutter kam es gar nicht in Frage, die Schwangerschaft zu unterbrechen. Anders hat das aber ihr Ehemann gesehen. Er wollte nicht darüber reden, ein krankes Kind aufzuziehen. Die Ehe der beiden litt unter diesem Konflikt. Am Ende ließ sich aber auch ihr Ehemann davon überzeugen, das Kind zur Welt zu bringen. Schließlich war es ein Wunschkind. Der Tag der Geburt rückte immer näher und beide waren sehr aufgeregt. Als es endlich soweit war und die kleine Tochter von Irina und Thomas, so hieß ihr Mann, sollte zur Welt geholt werden. Irina wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie ihre Tochter durch einen Kaiserschnitt zur Welt brachte. Dann endlich durfte auch Thomas das Kind sehen. Als der 23-Jährige seine Tochter in den Arm nahm, war er direkt von dem Kind geschockt. Das Gesicht des Babys war voller Falten. Zwar war sie normal gebaut, doch im Gesicht sah die Kleine aus, als wäre sie bereits alt und faltig. Thomas gab das Kind sofort zurück in die Hände der Mutter und verließ das Krankenhaus. Irina war geschockt über das unmögliche Verhalten ihres Mannes. Doch die junge Mutter konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass alles noch viel schlimmer kommen sollte. Nachdem Irina ihr Baby endlich aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen durfte, freute sie sich darauf, die kleine Katja in ihrem Kinderzimmer unterzubringen und sich mit ihrem Mann auf die kleine Familie einzustimmen. In ihrer Wohnung angekommen, betrat die junge Mutter mit ihrem Baby das Wohnzimmer und sah, dass dieses halb leer war. Sie lief zum Schlafzimmer und fand einen leeren Schrank vor. Irina wurde klar, dass Thomas sie und das Kind verlassen hatte. Sie war am Boden zerstört. Dennoch wollte sie sich von seiner Entscheidung nicht daran hindern lassen, die kleine Katja zu behalten. Sie entschloss sich, das Baby alleine großzuziehen. Katja sollte aufwachsen wie jedes andere Kind auch wenn sie anders war und ihre Krankheit so offensichtlich war. Katja war in ihren ersten Lebensjahren meistens mit ihrer Mutter zusammen. Irina ging nur wenig mit ihr in den Park oder ähnliches. Sie wollte ihre Tochter möglichst gut vor den neugierigen Blicken der Leute schützen. Doch die Zeit verging und Katja sollte in den Kindergarten kommen. Das damals 4-jährige Mädchen war sehr fröhlich, sie konnte es kaum erwarten, in den Kindergarten zu gehen. Doch dort sollte sie unangenehme Überraschung erleben. Die Kinder in ihrer Gruppe waren sehr gemein zu ihr, lachten sie sehr oft wegen ihres Aussehens aus und das Mädchen zog sich immer mehr zurück. Irina nahm die Kleine daraufhin aus dem Kindergarten und zog um in eine andere Stadt. Dort begann sie mit ihrer Tochter von vorn. Bald schon war es an der Zeit für die Schule. Irina bemühte sich darum, eine gute Schule für ihre Tochter zu finden, wo sie weniger Probleme haben würde, als das der Fall in ihrem alten Kindergarten war.
und es gelang ihr. Katja besuchte eine Sonderschule, wo sie viele Freunde gewinnen konnte. Und je mehr Zeit verging, desto glücklicher war Katja. Je älter Katja wurde, desto mehr war sie von sich selbst überzeugt. Sie wuchs zu einer selbstbewussten jungen Frau heran. Sie hatte einen großen Freundeskreis und stand mitten im Leben. Irina war sehr stolz auf ihre Tochter. Sie sah jeden Tag, dass die Entscheidung, Katja zu behalten, die richtige war. Und während sich andere junge Frauen in Katjas Alter sich darum kümmerten, jeden Tag Make-up zu tragen und sich zu stylen, machte Katja lieber viel Sport und mochte es, abends Bücher zu lesen. Doch bald schon sollte etwas passieren, das das Leben der Jungfrau für immer verändern sollte. Es war ein Morgen wie jeder andere. Katja machte sich gerade für die Arbeit fertig. Da klingelte ihr Telefon. Als sie sich meldete, hörte sie eine angenehme Männerstimme. Der junge Mann am Telefon fing direkt an zu sprechen, bis Katja schließlich nach einigen Minuten Gespräch bemerkte, dass sie den Mann eigentlich gar nicht kannte. Auch er hatte anfangs wohl nicht bemerkt, dass er die falsche Nummer gewählt hatte. Beide lachten darüber, waren sich aber auf Anhieb sympathisch. Sie beschlossen, sich zu einem Café zu treffen und sich kennenzulernen. Und genau das haben sie dann auch gemacht. Katja und Dennis trafen sich direkt am Tag darauf. Sie waren begeistert voneinander und wollten sich unbedingt für ein Abendessen am Wochenende verabreden. Schnell verliebte sich Katja in Dennis und auch er fand Gefallen an der jungen Frau. Er war überwältigt von ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Lebensfreude. Dennis und Katja wurden schnell ein glückliches Paar und heirateten. Genau wie ihre Mutter wollte auch Katja so schnell wie möglich eine eigene Familie. Ihre Freunde und Arbeitskollegen hielten das für keine gute Idee. Da Katja mit einer Erbkrankheit auf die Welt gekommen war, dachten alle, dass es nicht die richtige Entscheidung ist, ein eigenes Kind zu kriegen. Zu groß wäre die Gefahr, dass das Baby ebenfalls krank zur Welt kommen würde. Doch Katja wollte davon nichts hören. Sie war fest davon überzeugt, dass ihr Baby gesund geboren wird. Und auch Dennis war begeistert von der Idee, ein Baby mit Katja zu bekommen. Bald schon war es soweit und Katja war schwanger. Viele ihrer Freunde wandten sich von ihr ab und unterstützten diese Entscheidung ganz und gar nicht. Doch das Schicksal meinte es gut mit dem jungen Ehepaar. Katja brachte einen kerngesunden Sohn zur Welt und war überglücklich. Auch ihre Mutter Irina konnte es kaum fassen, dass sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt ganz ohne Probleme verliefen und sie nun einen gesunden, fröhlichen kleinen Enkel hatte. Als Katja ihren Sohn das erste Mal mit nach Hause nehmen durfte, sagte sie zu ihrer Mutter, dass sie, obwohl sie eigentlich schon ihr ganzes Leben lang glücklich war, sie dennoch nie gedacht hätte, wie glücklich sie mit einem eigenen Kind sein würde. Sie konnte sich nichts Schöneres mehr als ihren Sohn vorstellen. Und auch der Vater des Kindes war hin und weg von seinem Sohn. Doch was dann geschah, konnte niemand so richtig glauben. Nachdem Katja und ihr Mann auf allen sozialen Medien gepostet hatten, dass sie einen gesunden kleinen Jungen zur Welt gebracht haben, meldete sich eines Morgens aus heiterem Himmel Katjas Vater. Sie konnte gar nicht glauben, dass er sich nach so vielen Jahren tatsächlich bei ihr meldete. Ihr Vater rief bei ihr an und wollte sie davon überzeugen, ihm seinen Enkel vorzustellen. Doch Katja wollte hiervon nichts wissen. Sie verabschiedete sich von ihm mit der Bitte, nie wieder anzurufen. Katja, Dennis und ihr kleiner Sohn wurden eine mehr als glückliche kleine Familie. Und 2 Jahre nach der Geburt ihres ersten Sohnes kamen noch bessere Zeiten für die beiden Verliebten. Katja wurde wieder schwanger. Diesmal brachte sie ein Mädchen zur Welt. Und was so manchen sicherlich überraschen dürfte, das Kind war voll und ganz gesund, genau wie ihr großer Bruder. Katja und Dennis hatten nun noch einen Grund mehr, an das Schicksal zu glauben. Irina war nun stolze Oma zweier Enkel. Sie wusste nun, dass ihre Entscheidung, Katja zur Welt bringen, die einzig richtige war. Und was den Vater von Katja angeht, der meldete sich nie mehr wieder. Das war auch gut so, denn wenn dieser Mann als Vater die eigene Tochter verstoßen konnte, hatte er es auch nicht verdient, Teil an dem Leben ihrer Kinder zu haben. Davon war nicht nur Katja selbst überzeugt, sondern auch ihr Mann und ihre Mutter. Diese Familie ist der wahre Beweis dafür, dass Liebe alle Grenzen überschreiten kann und nicht nur das, sie bewirkt wahre Wunder, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Wer würde diesen Menschen nicht noch mehr Glück wünschen?
Was meint ihr? Würdet ihr die gleiche Entscheidung treffen wie Irina? Sollte man ein Kind trotz allem behalten? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt.